Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Thüringer Straße und der Landstraße zwischen Jerstedt und Niederhohne. Nach ersten Vermutungen der Polizei hat ein 70-jähriger Fahrer eines silberfarbenen Transporters aus Jerstedt kommend beim Einbiegen in die Thüringer Straße den entgegenkommenden Fahrer eines blauen Transporters übersehen. Beide Fahrer aus der Gemeinde Meinhardt wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 70-Jährige musste zuvor von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Weiterhin beteiligt war eine 24-jährige Polofahrerin, die zum Zeitpunkt an der Kreuzung stand und in deren Fahrzeug der blaue Transporter gerutscht war. Sie blieb unverletzt. Im Einsatz war neben der Polizei und dem Roten Kreuz auch die Feuerwehr Eschwege mit 15 Einsatzkräften.